Ja, hallo zusammen und seid gegrüßt zu einer weiteren Folge von Let's Play Lost Odyssey. Wir sind hier in der vermaledeiten schwarzen Höhle, wo wir in den letzten zwei Folgen permanent durch irgendwelche Löcher gestürzt sind, uns durch irgendwelche Sümpfe durchgeprügelt haben, uns von diversen Gegnern haben den Hintern versohlen lassen und auch andersrum, ja, muss man auch dazu sagen. Also wir sind zum Ende hin relativ gut gegen die zurechtgekommen und haben hier mittendrin in dieser Ödnis, in dieser Finsternis, in dieser tristen Einöde, in diesem gruseligen Ambiente hier so einen Speicherpunkt gefunden und wissen nicht, was uns da hinten erwartet und gehen da jetzt einfach erstmals hin. Ich habe, glaube ich, im letzten Part schon so ein bisschen angedeutet, dass ich die Befürchtung habe, dass da ein Bosskampf auf uns lauern könnte, aber wir lassen einfach mal die Bilder sprechen, würde ich sagen. Nee. Große Halle der Kreaturen. Da, guck mal, seht ihr da oben rechts auf der Minimap? Guck mal, da ist so ein gelber Gnubbel. Wisst ihr noch, was das heißt? Mhm, unser Messgerät schlägt an. Wir haben nämlich irgendwann, in Tosca war das, glaube ich, so einen Hinweis bekommen, zu irgendeinem Schatz, der sich hier befinden soll. Das war aber nicht der, ne? Ne, genau. Genau, und jetzt fängt mein Pad wieder an zu vibrieren. Da unten rechts sehen wir das auch. Untersuchen, ja, super. Super, das ist nämlich Fluchblocker. Okay, klingt vielversprechend. Das ist nämlich dieses Item, wo ich noch so froh gewesen bin, dass bevor wir Tosca verlassen haben, dass ich da nochmal zurückgelatscht bin und mir das alles so ein bisschen, genauer nochmal angeguckt habe. Macht immun gegen Flüche. Ja, super. Da zögern wir doch natürlich nicht. Ich frage mich echt, ob man so bestimmte Items, die man jetzt über diese Schatzsuche ausfindig macht, ob man die später auch noch bekommen könnte. Also mich würde echt mal interessieren, ob ich so einen Fluchblocker, ob ich mir den ein für alle Mal verkackt hätte. Ja, wenn ich den jetzt hier nicht mitgenommen hätte, das würde mich echt mal interessieren. Aber ich glaube, das war in diesem Spiel relativ human gelöst und man wird das irgendwann später noch einkaufen können oder so. Ah, guck mal, in diesem Raum waren wir schon mal grob gesehen, allerdings weiter oben, vielleicht erinnert ihr euch, das war dieser blöde Übergangsweg zwischen... Oh. Ich höre was. Da ist irgendwas. Sie kommen! Oh nein, das ist doch nicht euer Ernst. Das gefällt mir doch gleich viel besser. Es gibt nur einen Weg hinaus. Wir müssen durch sie hindurch. Ja, klingt ja gar nicht so verkehrt. Das waren allerdings relativ viele, wenn ich das jetzt so aus der Entfernung richtig gesehen habe. Ja, in dem Raum... Oh, da kommt schon einer angehoppelt. Ich weiß ehrlich gesagt ja auch nicht mehr, was ich machen muss. Wahrscheinlich einfach nur alle töten, schätze ich mal. Ich habe keine Ahnung. Dadurch, dass die hier so frei rumlaufen, erweckt das für mich so ein bisschen den Anschein, als ob ich hier irgendwas erreichen müsste. Oder so. Ich habe irgendwie Angst, hier was zu verpassen. Ich weiß das leider nicht mehr genau, was es hier zu erledigen gab. Oder ob es hier überhaupt irgendwas zu erledigen gab. Ich wurde auf jeden Fall unterbrochen, als ich euch erklären wollte, dass das dieser Übergang war zwischen, diesem Sumpf und dieser Höhlenfalle, wo wir jetzt diesen Part hier gestartet haben. Und, ja, dass wir da immer schon so ein bisschen von oben auf dieses mittlere Plateau raufgucken konnten, was wir jetzt hier vor unserer Nase haben. Also ich bin mir ehrlich gesagt noch relativ unschlüssig, was diese Gegner hier anbelangt, weil die haben auf mich so ein bisschen den Eindruck gemacht, die haben blaue Zungen, voll den Chupa Chups Lutscher vorher geschleckt oder was. Auf jeden Fall ärgere ich mich gerade, dass ich hier diese die Elemente nicht einsehen kann. Das ist gerade mehr als ungünstig. Ich sehe auch nicht, ob die Bestie sind oder magisch sind oder so. Wisst ihr, versteht ihr, wie ich meine? Gut, ich würde mal sagen, ich werde jetzt mal mit unseren beiden Zauberdamen ein bisschen die Elemente mal abchecken, weil ich will jetzt ungern sterben, um ehrlich zu sein. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich beim letzten Mal gekämpft habe. Ist auch schon wieder eine Weile her, dass ich zuletzt mit dem Spiel weitergemacht habe. Aber ich glaube, Klug war zusammen... Klug. Cook. Ich komme ein bisschen mit Blue Dragon durcheinander.
war ähnlich aufgestellt wie, wie Max, ne, mit seinem oder mit ihrem Spielzauber. So, ich will auf jeden Fall erstmal gucken, ob Feuer oder Wasser vielleicht irgendwie hier besonderen Schaden ausmacht. Okay, Seth hat auf jeden Fall schon mal einen Schadensbonus drauf. Keim hingegen nicht. Okay, das muss irgendwas auf Seths Ring sein, was ja, was den Gegnern hier besonders wehtut. Also solange die mit diesen Angriffen um die Ecke kommen, geht das eigentlich. Weil die auch unserem Schutzzustand nicht so sonderlich viel Schaden zufügen. Also Feuer war der relativ empfindlich gegen, aber das war nicht seine Schwäche. Wasser ganz genauso. Das heißt, ich werde die anderen beiden Elemente auch mal durchprobieren. Irgendwie habe ich das Gefühl, als ob die Gegner keine Elementarschwäche hätten. Aber ich bin mir nicht ganz sicher. Ich will das trotzdem einmal ausprobiert haben. Ich denke mal, verschwendet ist das jetzt nicht, was ich hier ausprobiere, weil wir werden ja wahrscheinlich noch ein paar mehr von diesen Viechern aus dem Weg räumen. Ne? Wir haben ja vorhin in dieser Animation gesehen, dass hier so einige davon auf uns warten. Und ja, wäre vielleicht ganz gut, weil dann brauche ich den im Grunde genommen auch nicht diese Statuserkennungsdinger und sowas alles mit auf den Weg zu geben, wenn obwohl, das ist, glaube ich, nur ein Item, ne? Weil die Energie sehe ich jetzt von denen. Es ist nur dieser eine Skill, der, glaube ich, das Element und den Gegnertypen uns vorstellt. Luft. Okay, das, was zuletzt angewendet wurde, das ist auch die Schwäche letzten Endes. Also gut, jetzt wo ich weiß, dass sie gegen Luft empfindlich sind, ist das ja alles hier nicht der Rede wert, würde ich mal sagen. Aber ich glaube, es gibt ja auch noch stärkere Ausführungen von denen. Also ich glaube, wir werden nicht nur mit diesem Gegner hier vorlieb nehmen. Ich weiß aber nicht mehr, in welchem Zusammenhang jetzt hier der Schwierigkeitsgrad anzieht, wenn ich mich da nicht auch irgendwie täusche. Ming hat, guck mal, einer gibt nur ein FP, ey. Ich hätte mir wirklich gewünscht, dass bei den Gegnern wirklich pro getötetem Exemplar wenigstens 2 FP rumkommen. Aber gut, ich will ja nicht rummosern. Der Gegner war auch nicht sonderlich schwer, deswegen verzeihe ich das dem Spiel nochmal. So, will aber trotzdem jetzt erstmal gucken, was wir mit der Königin Ming machen können. Ja, das heißt, zwei Kämpfe ungefähr und sie hat das dann auch wieder voll. Und dann gab es hier noch dieses Querbeet-Lernen, genau. Kug haben wir jetzt mit drin, das heißt, sie muss auch irgendwas von Kug lernen. Und ich nehme dann direkt mal das Erste, was mir hier angeboten wird. Ne? Heilen brauchen wir auch nicht, die Gegner konnten halt nichts. Nee, ist eigentlich voll gemein. Ich glaube, die sind auch gar nicht so einfach. Aber ich habe durch die Art und Weise, wie ich das in den letzten beiden Folgen so ein bisschen abgesucht habe und so. Guck mal, da hinten sind noch mehr. Seht ihr das? Da hinten rechts. Ah, guck mal, wir sehen oben rechts auf der Minimap sind ja auch alle eingezeichnet. Ne? Also im Grunde genommen, ich glaube, das Ziel wird wirklich einfach sein, die alle umzunieten. Ich will trotzdem mal einmal hier alle Wege rumlaufen. Ich glaube, da nach links hat gerade so ein kleiner Schniepelweg geführt. Vielleicht bringt er uns noch zu irgendeiner Truhe oder so. Vielleicht muss ich aber auch unter diesen ganzen Gegnern, die hier so rumwuseln, auch den richtigen finden oder so. Also vielleicht sind die auch so aufgebaut, dass also aufgebaut in Anführungsstrichen, dass na, sag schon, dass... Okay, warte mal, ich muss mal erstmal hier machen. Ich kann mich sonst nicht konzentrieren. Ja, ich würde sagen, dass das einer so der Anführer ist und dass alles irgendwie nur solche Trugbilder sind oder so. Auch sowas kennt man ja häufig oder bekommt man häufig in anderen Spielen auch zu Gesicht. Aber das weiß ich halt nicht mehr. Und jetzt, wo es drauf ankommt, da verkacke ich voll mit dem Ringziel-Menüsystem oder wie das heißt. Volle Möhre verhauen diesmal. Und das, obwohl ich den Gegner jetzt besser kenne als beim letzten Kampf, aber na gut, dann soll das halt so sein. Ich habe trotzdem das Gefühl, dass die weitaus einfacher sind als die, die wir zuletzt hier in diesem Dungeon bekämpft haben. Also wenn ich da an so manchen Zauber zurückdenke, an so manche eklige Prisma-Attacke da in der schwarzen Höhle, da wird mir gleich ganz anders. Also da kann ich, glaube ich, ganz froh sein, dass das so läuft, wie es läuft. Ey, jetzt haben wir hier 4 fast komplett tote Gegner, ey. Das ist doch mal wieder voll die Ressourcenverschwendung. Ich mache das jetzt mal so, dass die jetzt hier B und C angreifen. Sie kann gerne mit Luft da auf den ersten los. Und sie müsste eigentlich mit Spiel dem letzten jetzt ja auch den Garaus machen. Ansonsten
kann Königin Ming nochmal nachhelfen, allerdings mit einem ganz normalen Luftzauber, denn mehr werden wir für diese Aktion nicht benötigen. Die sind eigentlich ganz geil, muss ich sagen, diese Gegner. Ich hatte trotzdem, als wir in diese schwarze Höhle gekommen sind und ich da von oben auf dieses Plateau hier raufgeschaut habe, da wusste ich, dass dieser Gegner hier kommt. Und ich hatte irgendwie ein bisschen Bammel. Ich weiß aber nicht mehr, womit das zusammenhängt, weil jetzt momentan scheinen diese Gegner noch relativ einfach zu sein. Ich habe auch irgendwie so ein bisschen die Befürchtung, dass die vielleicht hier immer wieder respawnen könnten und dass ich hier vielleicht irgendwie nach was ganz anderem Ausschau halten muss oder irgendwie ein Detail übersehen könnte. Ich weiß nur, dass ich hier eine Weile damals dran gesessen habe, als ich das zum ersten Mal gespielt habe. Ich weiß halt nur nicht mehr, worin das jetzt so genau begründet lag. So, dann gehen wir hier mal weiter. Ja, ich werde das jetzt hier nicht durchanalysieren, welches Item jetzt am meisten Sinn ergibt, weil sowieso jeder alles lernen soll und genau, so, dann wollte ich jetzt hier bei Krug irgendwas anderes auswählen. Fangen wir mal gleich mit der Stufe 4 an. Und dann ist sie auch erstmal versorgt. Den Platzsamen wäre irgendwie mal nicht schlecht. Ah, ihr hattet mich vereinzelt darauf hingewiesen und gesagt, Nagoya, heb dir diese Dinger auf, du wirst sie noch brauchen. Ja, ich habe nicht drauf gehört und die einfach mal voll rausgeschleudert. Ich habe aber auch irgendwie das so in Erinnerung gehabt, dass die Abstände zwischen dem Zeitpunkt, wo man Königin Ming findet und dann auf Sarah trifft, ich dachte eigentlich, dass dieser Abstand irgendwie ein bisschen größer ist, ja. Bin da irgendwie auch rückblickend betrachtet so ein bisschen überrascht, dass das so, dass das so verhältnismäßig nah beieinander war. Also diesen Kampf gucken wir uns jetzt zum letzten Mal an, Leute. Und danach werde ich die rausschneiden. Ich hoffe, ihr seid damit d'accord. Weil, großartig Abwechslung haben wir jetzt hier nicht. Und hier passiert ja hier auch nicht diesen Endbildschirm. Den bekommt ihr ja immer zu Gesicht. Also verpasst ihr in dem Moment auch nichts. Und wenn dann irgendwann mal einer von diesen Typen mit so einer Mega-Attacke um die Ecke kommt oder so, dann kann ich das ja gegebenenfalls wieder reinschneiden. Aber die scheinen mir jetzt, das ist jetzt der dritte Kampf, ne? Die scheinen mir eigentlich relativ simpel gestrickt zu sein, auch was ihre Angriffsmuster angeht. Aber ich finde die irgendwie trotzdem total süß und total hübsch. Auch wenn die objektiv betrachtet wahrscheinlich nicht so in dieses Bild passen, definieren sie, wie ein süßes Tier aussehen mag oder so. Ich finde, die haben trotzdem irgendwie was voll Knuffiges, ja. Kann ich irgendwie nichts dagegen machen. Spiel hat mal volle Möhre verkackt gerade. Ganz toll gemacht, echt klasse, super. Warum hat denn der hier viel mehr Energie? Okay, mit Keim sollte ich jetzt vielleicht mal gucken, dass ich ihn perfekt hinkriege, sonst schafft er den nämlich nicht. So, dann nehmen wir hier mal einmal Lufter. Tja, wenn jetzt Spiel mal ein bisschen mehr reinhauen würde, dann könnte sie auch den Gegner A irgendwie umnieten. Lufter. Ja, genau, ich gehe jetzt mal auf Nummer sicher. Zauber hier nochmal einen mächtigeren Zauber. Also ich verstehe diesen ganzen Raum jetzt ja einfach mal als riesengroßen Endboss und hoffe einfach mal, dass ich jetzt nicht meine MP und alles verpasse und da mich hier voll ins Zeug lege und dann kommt danach der eigentliche Endbosskampf erst. Das wäre irgendwie ziemlich uncool, wenn ich ehrlich bin. Aber das machen wir schon. Ich glaube, jetzt auch durch die schwarze Höhle haben wir nochmal, also ich hatte ja vorher schon den Eindruck, dass ich so ein bisschen überdurchschnittlich gelevelt bin oder gelevelt habe, ja, je nachdem. Aber jetzt in der schwarzen Höhle fühle ich mich irgendwie darin bestätigt, dass ich mir da zumindest keine Sorgen machen müsste. Also ich denke mal, wenn wir jetzt hier irgendwie Schwierigkeiten bekommen könnten, dann hängt das weniger mit dem Level zusammen, sondern mit meiner Skill-Anordnung. Yay, wenn man vom Teufel spricht und weiter geht die Fahrt nach vorne. Und Ming hat Geistmagie Stufe 1 ge... Oh, was war denn das? Hä? Verdammt, wo kommen die her? Sie sind leicht auszuschalten, aber langsam reicht es mal. Der Anführer muss irgendwo da drin sein. Den müssen wir kriegen. Okay, meinst du mit dahin jetzt da, wo ich... Hä? Jetzt hang ich wieder von vorne an. Wollt ihr mich verarschen? So, in datte jetzt. So, warte mal, ich nutze mal die Gunst der Stunde und heile hier mal ein bisschen.
Wir hatten gerade, irgendjemand hat doch gerade was erreicht. Ich glaube, das war Ming. Ja, Ming war das mit der Geistmagie. Genau, ich erinnere mich. So, dann würde ich sagen, verknüpfen wir nochmal ganz rasch. Es wird bestimmt so sein, dass man hier 3 Kämpfe absolvieren muss. Und dass danach dann irgendwie, ja, irgendwas getriggert wird. Und jetzt kann ich mir vorstellen, dass wir... Ups, ich habe gerade voll die Scheiße gebaut. Wartet mal kurz. Zauberunterstützung, da war sie noch gar nicht durch. Sie hat nämlich mit ihrem Item hat sie was gelernt. Jawohl. Und nicht von Kug. Gut, dann kann sie jetzt Erdtalisman bekommen. Und ja, ich würde mal sagen, auf ein neues. Ne? Ich werde jetzt diese Kämpfe... Da ist ein roter da hinten. Seht ihr den? Habt ihr den gerade gesehen? Ich will mich trotzdem hier erstmal umgucken, weil ich irgendwie das Gefühl habe, dass man hier vielleicht noch was einsammeln kann. Aber nö. Auf den ersten Blick sehe ich jetzt hier nichts. Wo ist denn der rote? Ich will wieder zu dem roten. Oh, jetzt blockiert der grüne den erstmal. Hallo? Okay, das finde ich gerade... Nein, 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 nein! Geh weg, geh weg, geh weg. Aua, hör auf, mir in den Popo zu beißen. Wo ist denn jetzt der rote? Den sehe ich auch gar nicht mehr. Alter, sind die schnell. Ey, wenn ich da oben rechts auf die Minimap gucke, kriege ich ja schon so leichte Anflüge von Panik. Da, da ist der rote. Okay, ich glaube, ich werde jetzt hier einmal so ein Grün aus dem Weg räumen. Ich hoffe einfach mal, dass dieser Anführer, also wenn der rote wirklich der Anführer ist, dass der jetzt nicht randommäßig wieder irgendwo anders spawnt. Das wäre irgendwie nicht so geil. Aber nee, er steht noch vor uns. Aber er haut immer ab. Ey, was war denn das gerade? Hä, willst du mich verarschen? Da war doch gerade gar keiner vor mir. Och, Mann, ich würde eigentlich noch MP befüllen und so. Was ist denn das hier jetzt? Och, schon wieder so ein Vierer. Das ärgert mich auch deshalb, weil ich jetzt Ming auch nichts Neues geben konnte und sie jetzt die 4 FP in einem Bereich zumindest irgendwo in den Sand gesetzt hat und ach, so alles blöd hier. So, Keim und Ming müsste ich jetzt mal aufleveln, aber erstmal ins Menü. So, ich muss nämlich auch ein bisschen heilen. Guckt euch mal die Gesundheit zum Beispiel von der Sarah an, ne? So, wartet mal, bei Keim war jetzt irgendwas. Achso, nee, warte mal, ich glaube, das war in beiden Fällen, waren das Items. Und Keim hat jetzt sowieso nichts mehr, was er lernen muss. Deswegen kann er den Fluchblocker erstmal ablegen. Aber bei Ming war das so eine Verknüpfungsgeschichte gewesen. Ja, das ist momentan ein bisschen unspektakulär bei ihr, weil sie jetzt hier nicht mehr so viel... Was hatten sie gerade überhaupt gelernt? Ach, Zauberunterstützung war das, ne? Okay, dann bekommt sie jetzt mal Gebet und dann einmal nochmal heilen. Also das wird hier, also ich sag mal so, das wäre eigentlich gar nicht so schwer, wenn dieser Gegner jetzt immer abhaut, wenn diese ganzen kleinen Viecher nicht respawnen. Ich bin mir nicht sicher, ob die das tun, aber ich finde, dass das irgendwie momentan ziemlich danach aussieht und ja, das könnte noch witzig werden. So, nee, jetzt kommt er auf uns zu. Er flieht also doch nicht. Sehr schön. So, jetzt habe ich zwar nicht drauf geachtet. Ich habe vergessen, die MP zu befüllen. Oh, bin ich ein dummes Stück Brot. Ausgerechnet jetzt. Und guckt euch mal bitte die MP an. Ach, du Scheiße. Mann, ey. Boah, wie mich das gerade schon wieder ärgert, ey. Raue Königin. So, ich glaube, wenn die futsch ist, dann... Dann haben wir hier in diesem Raum auch unsere Ruhe. Die sind aber auch anders. Die sind so blau eingefärbt, ne? So nicht, dass die jetzt vielleicht auch andere Elemente mit sich bringen. Ja, okay, da bin ich jetzt gerade irgendwie... Also wenn ich das jetzt hier verhaue, dann bin ich da teilweise selber auch dran schuld. Ich werde jetzt trotzdem einfach mal drauf spekulieren, dass die ebenfalls luftempfindlich sind und dass deshalb... Ach, wartet mal, warum nehme ich denn eigentlich nicht das hier? Ich glaube, ja, Allufter wäre noch geil, ne, wenn sie das hätte. Ich glaube, ich werde das aber mal so ausprobieren. Ich hoffe, dass die Luftempfindlichkeit noch gegeben ist und dass ich jetzt nicht alle irgendwie komplett hochheile, weil, ich meine, ich mag ja spannende Kämpfe und so, aber nicht, wenn ich die selber künstlich spannend mache. Das ist dann irgendwie nicht so meine Intention. Ich drücke jetzt ganz fest die Daumen, dass wenn Sarah gleich mit ihrem Luftangriff kommt, dass das auch, effektiv sein wird. Pheromone. Oh. Oh, oh. Okay. Alles klar. Ich brauche aber nicht eifersüchtig zu sein. Ich meine, ich bin noch nicht mal annähernd an die Königin irgendwie rangekommen, ja. Okay, die sind immer noch luftempfindlich. Alles gut. Alles noch voll,
Voll im Rahmen. Ich wette, wenn die erste Reihe weg ist, ey, dann wird die Königin da hinten so ausrasten. Also schätze ich jetzt einfach mal. Keim hat irgendwie voll die bunte Murmel neben seiner Anzeige. Keine Ahnung, was da so alles für Zustandsveränderungen drin sind. So, wir machen das mal so. Der hier ist auch vorne, ne? Genau, dann greifen mal Keim und Seth den hier an. Obwohl, nee, wartet mal, ich mach das mal anders. Ich will, dass die möglichst schnell dezimiert werden. Sarah kann den 900er angreifen. Dann lasse ich mal Keim und Seth jetzt den C-Typen hier angreifen. Dann kann Sarah nämlich den ersten hier, also den B, aus dem Weg räumen. Sie müsste ja eigentlich irgendwie... Boah, ist das teuer, das Allheilmittel. Alter Verwalter. Oh, ich hätte eigentlich auch mit Deckung arbeiten können, fällt mir gerade ein. Was ist ein Schein nochmal? Lichtschaden und Finsternis, okay. Gut, dann nehme ich jetzt hier mal Allheilmittel und hier fortsetzen. Genau, ich glaube, das kriegen wir hin. Also wenn, wie gesagt, die Königin jetzt nicht noch voll das Ass aus dem Ärmel zaubert, ja, dann müssten wir das eigentlich gebacken kriegen. Ich glaube, das hier war sogar der Kampf, vor dem ich mich so ein bisschen gefürchtet habe. Das sind, glaube ich, gar nicht diese grünen Viecher am Anfang gewesen, sondern eher dieser Kampf hier. Aber ich weiß nicht mehr, was den seinerzeit so schwer für mich gemacht hat. Immerhin wissen wir, dass die Königin jetzt auch luftempfindlich ist, ne? Also klar, damit hätte man irgendwie rechnen können, aber man wusste es halt nicht zu 100%. Deswegen, freue ich mich gerade, dass der jetzt auch so ein bisschen mitgetroffen wurde. Der Königin. Oh, und jetzt beginnt die ganze Scheiße. Ja, entschuldigt bitte die ganzen Kraftausdrücke hier, aber das nervt mich einfach, dass ich das so verpennt habe. Lässt sich nun mal nicht ändern. Muss ich halt über diesen Weg die Mana-Kapsel nehmen. Ich denke, das wird uns trotzdem nicht den Tod einbringen, hoffe ich doch mal. Und mit Krug, heile ich Keim oder spendiere ich Ming MP? Ich würde mal sagen, ich heile zuerst Keim, weil ich nicht weiß, mit was für einem Schadensoutput der Gegner jetzt um die Ecke kommt. Und sie kann mal Lufter hier ausprobieren. Ja, also der Kampf, der wäre bestimmt eindeutiger und einfacher, wenn ich ja vorher auch mit all Barrikade und all diesem anderen Ding da gearbeitet hätte, aber... Ach du Scheiße, okay. Der ruft sich also immer wieder Verstärkung, das ist der Trick dahinter, aber der Schutzzustand, der ist schon komplett auf Null runter, wenn ich das oben links richtig beobachte. Das war doch oben links, ne? Feind und Gefährten hatte ich mir damals selber als Eselsbrücke genommen, also als Übersetzung für die Abkürzung da oben für FSZ und GSZ. Okay, das heißt, im Grunde genommen, ich mache das jetzt so, ich werde mit Keim und Seth immer den vorderen angreifen und unsere Zaubergrazien werden immer wieder den hinteren Gegner penetrieren, genauso diese kleine Maus hier. Mit ihrem Spielzauber. Ey, es ist einfach so krass, ja, wenn man sich so überlegt, dass sie mit Spiel diesen Gegner einfach mal one-hitten könnte, also umhitten könnte. Also es sei denn, es gibt so eine unsichtbare Grenze, die wir in dem Spiel noch nicht benannt bekommen haben. Aber es ist trotzdem irgendwie schon faszinierend. Hat er gerade den Ruf angewendet als Konter auf unseren Angriff oder war das gerade nur Zufall? Oh, und das ist es gewesen. Tschüss, Königin. Ich glaube, unsere Königin hat ein bisschen mehr drauf als einer. Aber ja, heutzutage scheint sich irgendwie so manches Lebewesen Königin schimpfen zu dürfen. Oder diese Gegnerfamilie ist einfach unsäglich schwach. Und die haben wahrscheinlich einfach nur den Erstbesten. Ey, wir haben Platzsamen bekommen. Habe ich gerade gar nicht gesehen. Ich dachte gerade so aus dem Augenwinkel, dass wir da ein neues Item bekommen haben. Also so eine neue Komponente. So, Sarah und Ming. Sehr schön. Das hat sich doch mal gelohnt. Oh oh. Hey! Sie rennen weg! Um den Körper zu besiegen, muss man den Kopf abtrennen. Ja, Hauptsache, wir haben jetzt hier unsere Ruhe. So, bevor ich jetzt irgendetwas mache, erstmal verbraten wir mal total genüsslich diesen Platzsamen. Gucken dann, was Sarah dafür am ehesten benötigt. Boah, ey, die hat so wenig Slots, die Frau. Was ist denn hier momentan?
Max MP hoch 1. Es gibt hier, glaube ich, auch hoch 2, 3, 4, ne? Also, wie man sich wahrscheinlich schon denken kann, beschreibt das nicht die Menge, sondern ich glaube, so den prozentualen Wert, um den das dann ansteigt. Ich gebe hier mal Anti-Schlaf. So, und ja, dann kann ich hier eigentlich mit den Fähigkeiten, Verknüpfungen direkt weitermachen. Ming müsste auch was Neues lernen können. Ja, die bewegen sich jetzt ungefähr auf dem gleichen Level. Also die werden ungefähr zeitgleich, glaube ich, fertig werden mit dem Erlernen von Kuk. Und im Anschluss werden wir dann gucken, ob wir nicht Jensen oder Max wieder reinholen. So erstmal der finstere Plan. So, damit sind erstmal alle versorgt. Ey, wir brauchen ja nicht mal, überleg mal, wir brauchen nicht mal Heilung nach diesem Kampf, ja. Also entweder der Boss war wirklich voll mega Pipi oder wir sind einfach so unglaublich gut. Ja, das vermag ich gerade nicht zu sagen, aber das hat auf jeden Fall super funktioniert. Ey, das sieht aus wie so eine Truhe, oder? Obwohl, nee, das sind so mehrere kleine Tonnen. Okay, es ist jetzt vielleicht ein bisschen nervig für euch, aber ich will hier jetzt nochmal ganz genau gucken, ob ich nicht irgendetwas ausgelassen habe. Denn ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass es in diesem riesengroßen Raum wirklich gar nichts zu plündern oder mitzunehmen gibt. Wahrscheinlich gibt es dann unsere ganzen Plünderbelohnungen im nächsten Raum oder so. Oder wahrscheinlich war unsere Belohnung der Platzsamen. Aber nee, ich bin echt heilfroh, dass wir jetzt hier so halbwegs gut durchgekommen sind. Ey, guck mal, wie die da hinten noch lauern. Ja, wie die sich einfach nur nicht trauen, weil wahrscheinlich deren Königin denen befohlen hat, sich zurückzuziehen oder so. Keine Ahnung. Aber wer beobachtet, ey, voll das Stasi-Gebäude hier. Ich fühle mich hier irgendwie sehr unwohl. Ich möchte nicht, dass ihr eure Augenpaare auf mich richtet. Die verheißen nichts Gutes. Aber es scheint hier irgendwie wirklich nichts zu geben. Ich glaube, das war auch der einzige Hinweis. Warte mal, ich will mal ganz kurz nochmal gucken. Bei den Schätzen, da haben wir, glaube ich, damit dann nichts mehr offen, ne? Nee. Ich habe übrigens auch in Erfahrung gebracht durch einen Kommentar unter einem Video, was schon ein bisschen länger zurückliegt. Das ist aber nicht eure Schuld, sondern liegt daran, dass ich momentan viel vorproduziere, dass diese drei Kästchen hier, dass die quasi den Schwierigkeitsgrad ausmachen. Also da, wo wir drei Slots quasi zur Verfügung haben, so wie bei den beiden zum Beispiel, da brauchen wir auch drei Hinweise, um diesen Schatz am Ende eingezeichnet zu bekommen und auszubuddeln zu bekommen. Und wenn wir da nur ein so ein Kästchen haben, dann reicht uns in der Regel der mündlich übermittelte Tipp oder so oder der gelesene Tipp, um diesen Schatz dann auszubuddeln. Also ich gehe mal davon aus, dass das insgeheim auch so ein bisschen was darüber aussagt, wie geil der Schatz am Ende ist, ne? Weil umso höher die Anforderung, umso besser die Entlohnung. Also so wäre jetzt meine Theorie, aber nur, dass wir darüber auch mal eben gesprochen haben. So, ich habe nichts mehr gefunden, würde mal sagen, der Weiterreise steht nicht im Weg. Und da hinten sieht das sehr stark nach Ausgang aus und nach Tageslicht. Endlich mal wieder. Oh, und wir sind wieder auf der Weltkarte und können jetzt was genau ansteuern? Also Goza ist ja eigentlich unser nächster großer Zielbereich. Stadt Saman. Hatten wir vorher schon alles? Oh, ich bin schon wieder so, schon wieder das Gefühl, irgendwo was ausgelassen zu haben. Aber ich glaube, eigentlich spricht nichts dagegen, sich jetzt hier hinzubegeben. Deswegen machen wir das mal. Die Eisschlucht, die stand jetzt auch neu zur Verfügung. Ich gehe aber mal ganz stark davon aus, dass die nicht optional ist, weil das ist, glaube ich, ein Ort, wo wir auch Gegner und so haben werden. Vielleicht wird uns ja jemand aus dieser Stadt... Oh, das ist schon wieder so eine wunderschöne Stadt. Ey, schon wieder genau mein Geschmack. Okay, also die sah von draußen auf jeden Fall etwas heller und freundlicher aus, würde ich mal sagen. So hatte ich mir das jetzt nicht vorgestellt. Etwas stimmt mit dieser Stadt nicht. Seltsam, wenn man darüber nachdenkt. Saman ist eine Handelsstadt. Hier sollte es vor Leuten aus Goza und allen Ecken der Welt wimmeln. Hey, was ist mit diesem Haus? Sieht aus wie ein Gesicht. Ja, stimmt. Jetzt, wo du es sagst, Max, mach mir mal keine Angst. Ey, Kinder haben da, glaube ich, echt so einen Blick für sowas. Hör auf damit. Jetzt kann ich es
nicht mehr nicht als Gesicht sehen. Vielen Dank. Genau das Gleiche ging mir auch gerade durch den Kopf. Besorgt blickender Tanero. Hey, seid ihr Reisende? Verängstigter Zelbe. Erstaunlich, dass ihr es hierher geschafft habt. Haben euch keine Monster angegriffen? Geht hier irgendetwas vor sich? Ich würde sagen, seit einer Weile, seit ungefähr einem Jahr, passieren hier alle möglichen seltsamen Dinge in der Stadt. Möbel tanzen herum, Kinderspielzeuge verursachen Chaos und Leute wandern ziellos herum wie Zombies. Von Goza erhalten wir auch keine Hilfe. Was auch immer das verursacht, hat auch den Weg in der Eisschlucht versiegelt, der uns mit Goza verbindet. Okay, das soll wohl ein Witz sein. Wir müssen schnell nach Goza. Tja, seht mich nicht an. Seht nicht mich an. Dieser Weg ist ohnehin schon gefährlich, wie er sich durch die Gletscherspalten windet. Jetzt ist der Eingang auch von riesigen Eissäulen blockiert. Der einzige Weg nach Goza ist jetzt über das Meer, aber das einzige Schiff, das nicht zerstört wurde, ist ein winziges Boot. Es ist nicht stabil genug, um auch nur in die Nähe Gozas zu gelangen. Das sind ja schon wieder rosige Aussichten für uns. Das ist auf jeden Fall ziemlich suboptimal. Also irgendwie, ich meine, so eine ähnliche Geschichte hatten wir ja auch, als wir in Tosca angekommen sind. Da gab es auch nur einen Weg nach Goza und der war auch versperrt von irgendeiner komischen Macht. Also irgendein äußerer Umstand möchte offensichtlich alle Verbindungswege nach Goza kappen. Und ja, ich bin gespannt, ob es uns hier in Saman auch gelingen wird, irgendwie einen Plan B ins Leben zu rufen. Momentan zeigt sich jetzt hier vor uns noch kein Lichtblick, aber wir werden im nächsten Part vielleicht auch durch die Gespräche mit den Bewohnern da ein bisschen Licht ins Dunkel bringen können. Ich danke euch auf jeden Fall fürs Einschalten und hoffe, dass wir uns auch beim nächsten Mal wiedersehen. Macht's gut, bis dann, ciao!